Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch auf Cash. Richtig, richtig edel. Die gute Map-Strecke reißt nicht ab. Das 2 war jetzt schon eine gewisse Zeit nicht mehr da. Was macht er denn? Der alte Gummibär versucht Bunny zu hoppen. Ist ihm jetzt nicht so gut gelungen. Wir machen hier mal langsam. Ein bisschen gebrefeiert, ne? Es geht auf die Entfernung der Wallhack noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wallhack geht ja nur auf eine gewisse Distanz, aber ich glaube, bis dahin geht er vielleicht gerade noch so. Könnte es, ja doch, es könnte noch funktioniert haben. Es schien minimal geprefired. Der Kollege stand wiederum auch hier, also er hat ihn wahrscheinlich auch schon auf der Karte sehen können. Wir gucken mal, was er jetzt hier macht. Achtung. Oh mein Gott. Schön auf die Kopfhöhe zielen. Und jetzt passt mal auf, wie sein sonstiges Crosshair-Placement ist. Wahrscheinlich total für den Arsch. Achtung. Was aber? Ach komm, Washbowlin ist doch tot. Bing. So. Also, wie sieht's aus? Er guckt auf den Boden der Tatsachen. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also, das scheint mir ein Wallhack zu sein. Er war auch ziemlich krass eben auf dem hier drauf, aber das ist, kann nur Zufall gewesen sein. Das beziehe ich hier nicht mit rein. Es sind nur... Oh, ein schöner Headshot war das. Und da ist der nächste. Er rutscht einfach auf den Kopf drauf. Beziehungsweise die Kugel rutscht auf den Kopf drauf. Und da ist der nächste Headshot drin. Ha. Also ich will auf keinen Fall sagen, dass diese drei Headshots jetzt unmöglich waren. Also vor allem zwei von den dreien waren jetzt nicht übermäßig krass. Aber es waren jetzt halt doch drei Headshots hintereinander. Na gut. Er macht ganz komische Kram, rutscht auf dem Boden rum. Versucht da rumzuhoppeln, wie so ein Häschen. Er schießt auf seinen Mate durch die Wand, ziemlich zielgenau. Also ich glaube, er weiß, wo die Figürchen so rumstehen. Ja, VB sind sie gar nicht, er sieht sie nicht, also geht er wieder. Das ist echt ein richtiger Lurch. Obwohl, einer, wurde angesagt, deswegen verschiebt er möglicherweise. Da will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da niemanden gesehen hat und deswegen verschiebt. Aber trotzdem waren zwei oder drei Mitte und einer... Oh, guck mal, das sind, habt ihr gesehen, die Glühbirnchen, da, Glühbirnchen, die Birnchen, ist jetzt schon wieder Nikolaus, Weihnachtszeit oder was? Aha, so, das geht aber fix, guck mal, da oben hängen sie, yeah, nice, da muss es echt ultra frisch sein hier, das Overwatch, weil letztens habe ich hier gespielt, da waren die Dinger noch nicht gegangen. Naja, läuft jetzt hier rum, da kann man natürlich nichts erkennen. Der alte Grasdackel soll mal ran. Einer ist ein Main. Das wäre natürlich der Hammer, wenn er den hier durch das Tor kaputt schießt. Komm, mach hier. Nein. Ah, ich will ihn überreden. Ich will ihn einfach dazu überreden, zu cheaten, beziehungsweise seinen Cheat zu zeigen. Auf, Gauner. Ja, er schleicht da rum. Auf Kopfhöhe, mein Freund. Oh, das kann er mir irgendwie nicht so ganz erzählen. Gut. Ich hau demnächst auch ein ziemlich krasses Deagle-Play von mir raus. So eine Deagle-Compilation von einer AMF, von so einer Tour-on-Tour-Geschichte. Da, da bin ich auch ziemlich abgegangen. Da, ja, das sah sicherlich auch ercheatet aus. Deswegen, also Deagle ist einfach eine scheiß Waffe für Overwatch. Weil, ja, die haut manchmal so krasse Headshots rein im Laufen. Dass einem schwindelig wird. Oh, vielleicht macht er was mit der Smoke. Komm, schieß durch die Smoke. Na gut, den hat man gehört. Schön wieder in die Fresse. Er war voll drauf und ist wieder so nach rechts geschoben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sein menschliches Aim ist, dieses leichte Verschmieren dann auf den Kopf. Sondern dass es ein Aim anzinst. So, was macht er jetzt mit Lily? Mit Lily, was macht er da? Ach Gott, bin ich wild, Kinders. Ah, auf, ja, holen dir. Können wir hier voll auf den Kopf drauf geht? Na, er ist sich ziemlich sicher, dass er da Left Side ist. Na, von Main. Ja, und jetzt umläuft er ihn natürlich raffiniert. Er weiß ja, dass er da läuft und zack. Das könnte sogar ein Standardschuss gewesen sein, also ganz normal. Über ihm läuft ein Gegner. Was macht er jetzt? Also da hätte man ja sogar mit Gehör besser spielen können, ne? Nicht so, Weißbrot. Naja. Der Headshot war jetzt auch nicht sonderlich besonders. So, aber man wird auf B geplantet. Und planten. Jetzt hört er es und er sollte jetzt verschieben. Warum macht er das? Jawohl, da haben wir so die Runde gewonnen. So.
Alter, oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, die piepst ja schon ganz schnell. Wow, was für ein verschissener Griefer. Ich verstehe schon. Gut. Ist jetzt nicht ultra drastisch, ist es nichts Schlimmes passiert. Er konnte durchdiffusen, er ist nicht gestorben, es war Ende der Runde. Es könnten Freunde gewesen sein. In so einem Fall würde ich sagen, okay, Auge zudrücken. Aber wenn sich das wiederholt, dann kriegt er den Grief. So, The Suspect, dein Aim ist ganz, ganz, ganz merkwürdig, hakelig. Es sieht total komisch aus. Schon wieder schießt er Richtung... Oh mein Gott, sag bloß, sein Trigger ist angegangen, weil er auf dem Ding drauf war. Guck, wie er guckt. Oh, scheiße, mein Fadenkreuz ist ganz merkwürdig. Was für ein Bastard. Okay, ja, also, Aim. Ernst ist am Start. Das war gerade eben leicht lustig. Da müsst ihr mal zurückspulen. Und das muss ich mir später auch anschauen. Ich glaube, also es funktioniert ja so, dass das Fadenkreuz immer auf den Nächsten springt, der am nächsten ist, also von den Gegnern jetzt, also je nachdem, wie man es einstellt. Und ja, es war einfach so, er hat es einfach in dem Moment, es ist auf den Nächsten gehüpft, also auf den CT, der da hinter der Wand noch stand. Oh, wow, 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 wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre, ja. Wie gesagt, live zurückspulen kann ich hier nicht. Ja, wenn ich da drum ziehe, passiert nichts, es bleibt hier einfach stehen, ich kann auch nicht hier irgendwie zurückspringen. Ja, naja, aber ich glaube, da hat er sich verraten, der Dödel. Aim Assist ist hundertprozentig da. Da schießt er auch noch schön durch die Wände, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, das ist noch ein zusätzlicher Wallhack oder ob er halt einfach mal drauf geaimt hat mit seinem Assist und der eben durch die Wand den nächstbesten Gegner angevisiert hat. Das weiß ich nicht. Man hat sie ja steppen gehört, glaube ich, da. Deswegen, ich glaube, ich weiche wirklich komplett vom Wallhack ab. Und gehe dann eher auf Aim. Und werde darauf beharren. Letzter ist auf Mitte. Was macht dann jetzt? Sag bloß. Ich dachte, er will ihn da hinten durchbangen. Das ist tatsächlich ein Wallbang-Spot da hinten. Den habe ich euch auch mal gezeigt in einem Video. Ja, komm. Ich mache es, glaube ich, mal so. Beim Wallhack bin ich ganz sicher. Aim auf jeden Fall, aber Wall, ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, der beste Wallhack ist gleichzeitig ein guter Aimbot in Anführungsstrichen und umgekehrt könnte es theoretisch ähnlich sein. Wenn du ganz kurz auf die Taste drückst, damit das Fadenkreuz zum nächsten Gegner hinzieht und du merkst, oh, das Fadenkreuz geht dahin, dann ist da wohl einer hinter der Wand. Ich werde es jetzt so lassen, ich bin mir einfach nicht zu 100% sicher, obwohl die ganze Chose schon, ja, so. Hab ich euch schon mein neues Schätzchen gezeigt? Ich glaube schon. Aber trotzdem nochmal für alle hier die ultra nice und rad. You fucking nice. Ja. Leute, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Seid beim nächsten Livestream dabei am Dienstag. Also der kommende Dienstag sollte wieder einer stattfinden. Donnerstag letztens fiel ja aus. Wegen meinem kleinen Wasserschaden hier im PC. Aber es ist alles wieder cool. Wir sehen uns. Man hört sich. Ciao, ciao. Hier ist Zeug zum Anklicken. Guck mal da.